Ja, 9. November 1989, das war ein Tag, der, wie soll man sagen, mein Leben veränderte. Kann man ganz simpel so sagen, es deutete sich ja im Herbst 89 an, dass was passiert, ja, also Grenzöffnung in Ungarn, Sturz Honeckers, Verabschiedung dieses Entwurfs eines Reisegesetzes, da war dann für mich definitiv klar, okay, irgendwann kannst du jetzt auch in den Westen fahren. Was ich immer wollte, mich immer interessiert hat, Traum war immer San Francisco, da klar, da wo die Hippies herkommen, ja, da wollte ich unbedingt mal hin, habe ich dann auch relativ schnell gemacht. Ja, und am 9. November war ich bei meiner Mutter zu Hause in Lichtenberg, die habe ich ab und zu mal besucht. Und es gab ja schon die Oppositionsgruppen, neues Forum, Rundtischgespräche etc. Man tat ja in der Zeit noch so, als ob man das System reformieren wollte. Honecker weg, grenzersatzweise auf den Sockel gestellt. Und jeden Abend gab es im Prinzip die Neuigkeiten, die Ergebnisse, eine Pressekonferenz dazu. Die habe ich mir angeschaut im DDR-Fernsehen. Und plötzlich sagte dann Günter Schabowski, ab sofort sind Reisen ohne besondere Gründe für jedermann möglich. Die erforderlichen Genehmigungen wären unkompliziert erteilt. Ich hörte das, überlegte kurz, dachte, super, jetzt ist es soweit. Bin aufgestanden, bin zu meiner Mutter gegangen, habe zu meiner Mutter gesagt, Mutter, ich brauche mal den Westberliner Stadtplan und ich brauche 100 D-Mark. Am Samstag fahre ich mit Rainer nach Steglitz. Rainer war ein Freund von mir aus Steglitz im Westteil der Stadt. Der wollte mich an diesem Samstag besuchen. Rainer kam immer mit dem Auto. Da dachte ich, okay, setz dich zu Rainer ins Auto und fährst in den bösen Westen. Böse jetzt natürlich in Anführungsstrichen. So war der Plan. Meine Mutter war sehr irritiert und sagte, du kannst doch nicht in den Westen fahren. Die war schon Rentnerin, die konnte das also. Und glücklicherweise, dank der Großeltern, hatten wir auch Zugang zu D-Mark etc. Das war also nie irgendwie ein Problem. Deswegen dachte, wenn ich im Westen fahre, brauche ich Geld. Klar, muss ich, ja. So, meine Mutter gab mir das alles und ich bin dann nach Hause gefahren und habe, weiß ich noch wie heute, an der Meldestelle an der Eberswalder Straße geguckt, wann die am nächsten Morgen öffnen. Da dachte ich mir, da gehe ich dann am Freitag, der 19. November war ein Donnerstag, am Freitag hin und hole mir so ein Ausreisevisa, damit ich am Samstag mit Rainer nach West-Berlin fahren kann. So war der Plan. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie noch ein paar andere Leute auch gehört haben, diese Meldung. Ja, so in der Richtung. Bin nach Hause, ich habe am Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg damals gelebt, in der Dunkerstraße. Und dann habe ich gedacht, so jetzt guckst du mal, was die ARD zu der Problematik sagt. Habe ich einen Fernseher angemacht, 22:30 Uhr, Tagesthemen. Es lief Fußball. Ich war sprachlos, werde nie vergessen. Dachte, hä? Die Welt verändert sich und die bringen nichts. Die Tagesschau oder Tagesthemen begannen verspätet. Ernst zu Joachim Friedrich begann, Ostberlin öffnet die Grenzen. Er sprach vom völlig unklaren, diffusen Bild, wie weit die Grenzen geöffnet sind und schaltete live zu verschiedenen innerstädtischen Grenzübergängen in Berlin. Und am Grenzübergang Invalidenstraße, nicht weit von hier, stand Uli Zelle, heute noch Moderator der Abendschau, und interviewte Leute. Und die sagten, ja, angeblich ist der Grenzübergang Bornholmer Straße geöffnet. Und da stutzte ich denn. Bornholmer Straße war ungefähr fußläufig 15 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Und dann habe ich kurz überlegt, was machst du jetzt? Ja, war inzwischen so kurz vor 23 Uhr. Kalt, nass, dunkel, November. Naja, okay, Lederjacke, Personalausweis, Stadtplan, D-Mark. Gucken. Auf dem Weg zum Grenzübergang, Völkerwanderung. Hast du schon gehört, hast du schon gehört. Da ich die Ecke ja relativ gut kenne, durch die Nebenstraßen landete ich letztlich relativ direkt vor dem Grenzübergang, also durch die Scharnikauer Straße, wie sie damals hießen, durch. Und ich dachte aber, Mann, das ist ja alles eine komische Stimmung. Also man war so, ja, man wusste nicht wirklich, was passiert. Also noch war die Grenze zu. Ich habe gesehen, dass an der Seite Leute einzeln durchgelassen wurden, wie ich später hörte, die sogenannte Ventillösung, und beobachtete. Das war also so 10, 15 Meter von den Schranken entfernt, nicht in der ersten Reihe, um Gottes Willen. Ich wollte jedenfalls den Kopf einziehen können noch, ja. Und plötzlich ging die Schranke an der Diplomatenspur zur Seite und die Leute sind einfach Richtung Westen hier laufen. Durch die Kontrollanlagen, über die Brücke. Und ich bin da natürlich mitgelaufen und dachte aber,
Moment, morgen musst du zurück, in Babylon musst du morgen ab 16 Uhr arbeiten. Bin ja auch Deutsche zwar sozialisiert. Ja, also, und dachte, du lässt ja mal für alle Fälle den Grenzübertritt dokumentieren. Dann habe ich meinen Ausweis durch so einen Schlitz geschoben, ein Stempel kam runter und ich wurde übers Passbild abgestempelt. Ein Jahr später habe ich erfahren, dass ich damit ausgebürgert wäre, wenn es anders gekommen wäre. Ein One-Way-Ticket sozusagen im Westen. Dann bin ich über die böse Brücke, so heißt ja die Brücke am Grenzübergang, gelaufen und habe immer nach dem weißen Strich gesucht, nach der Demarkationslinie. Den habe ich nicht gesehen. Am Ende der Brücke standen am Geländer zwei Westberliner Polizisten. Die sahen aus wie aus den Westberliner Seyfried-Comics. Zerknautschte Mützen, Knollennasen. Ich dachte, oh ja, jetzt bist du wirklich im Westen. Weil ich wusste, Westberliner Polizei darf nie in Uniform das Hoheitsgebiet der DDR betreten. Ja, was machst du jetzt? Telefon. Telefonzellen waren total belagert. Und aus Filmen wusste ich, man telefoniert auch durchaus aus Kneipen. Und so bin ich in eine Weddinger Kneipe um Mitternacht eingefallen. War auch ein Erlebnis. Zonenrandgebiet, verraucht, man hat kaum was gesehen, komische Figuren am Tresen. Ich verlangte ein Telefon, musste 50 Pfennige bezahlen, hab telefoniert, hab jemanden aus der WG erreicht, der völlig irritiert war und mich fragte, wo bist du gerade? Ich sage, warte mal, hier irgendwo im Wedding. Wie kommst du denn in Wedding? Ich sage, die haben gerade die Grenzen aufgemacht. Ach du Scheiße, kam von der Gegenseite. Und dann habe ich gesagt, Wolfgang, hol mich ab. Ach, du fährst einfach mit der U-Bahn. Ich sage, nee, ich war wirklich völlig überfordert. Ich wusste nicht, wo ich bin. Und dann sagte Wolfgang, hast du Geld einstecken? Ja, habe ich. Dann nimm dir eine Taxe. Ja, dann bin ich, habe ich überlegt, wo kriege ich eine Taxe her? Und dann hat der Kneiper mir gesagt, ich kann eine rufen oder die ist hier um eine Ecke auf der Hauptstraße, da kommen ständig Taxen. Und so war eine der ersten Handlungen, einen Daimler anhalten und nach Charlottenburg fahren in der Taxe. Und in der Taxe habe ich dann den Westen in Anführungsstrichen in mich aufgesaugt und habe dann zu dem Taxifahrer irgendwann gesagt, Mann, das sieht genau aus wie bei uns. Ist ja zu einer Zeit entstanden. Das sah letztlich nicht anders aus als der Prenzlauer Berg von der Stadtstruktur. Nur die Geschäfte sind sehr bunt, sehr viel bunter. Ja, also das werde ich nie vergessen, diese gleißende Neonreklame der Geschäfte, das waren wirklich so in dieser Nacht diese ersten Eindrücke. Dann fragte der Taxifahrer noch, wie soll ich denn fahren? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich war da noch nie. Der war natürlich wirklich irritiert, ja. Und dann hielt er irgendwo, sind wir hier richtig? Sondern wenn hier 32 dran steht, dann sind wir richtig, Otto-Suhr-Allee. Und naja, nicht fertig gesagt, dann riss Wolfgang, der nun anscheinend auch mitbekommen hat, dass es ein historisches Ereignis ist, die Taxitür auf, drückte dem Taxifahrer Geld in die Hand, schleppte mich ins Gartenhaus. In Charlottenburg heißen die Hinterhäuser Gartenhäuser, ist eine bessere Gegend, ja, war früher schon so. In die große Wohnung, die sie hatten, setzte mich aufs Sofa und drückte mir ein Becks Bier in der Hand und ich war in Sicherheit. Ja, ich fühlte mich wirklich aufgehoben. Ja, und dann hat man dort Bier getrunken erstmal, gequatscht und alles, das war also wirklich sehr, sehr, ich war ein bisschen neben mir, habe ich mich gefühlt. Und dann ertönten die Geräusche im Flur und mein ältester Freund Michael kam nach Hause mit seiner damaligen Freundin Claudia und hörte meine Stimme und dachte, das kann nur irgendwie nicht sein. Der kann nicht hier sein. Machte die Tür auf und verdriss die Augen auf. Der hat nichts mitgekriegt, der war im Kino. Ja, der kam nach Hause und da sitz ich da auf dem Sofa. Ja. Ja, und dann war die Nacht der Nächte. Dann waren wir natürlich fleißig Bier trinken am Savigny-Platz, am Zwiebelfisch etc. Ich habe, glaube ich, überhaupt nicht geschlafen. Nächsten Morgen am Steinplatz in der Filmbühne frühstücken. Und dann habe ich zu Michael gesagt, dann irgendwie so nachmittags um 3, so heute bringst du mich zur Grenze. Und dann sind wir gemeinsam, weil ich ja wieder zum Babylon musste, nach Hause musste, sind wir gemeinsam vom Bahnhof Charlottenburg Richtung Friedrichstraße gefahren. Und wo der Zug am Bahnhof einfuhr, sagt Michael, hier steige ich nicht aus, ich komme ja nie wieder zurück. Das Gefühl, das gesamte Ost-Berlin wollte in die Gegenrichtung, mit dem Zug, mit dem ich gekommen war. Ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, um den Bahnhof zu verlassen, ja, und wieder nach Ost-Berlin zu kommen. Bin dann ins Babylon weitergefahren. Neben meinem Chef war ich der Einzige, der da war. Es kam weder irgendwie Publikum noch irgendwelche anderen Kollegen, keiner. Wir haben noch eine halbe Stunde gewartet, haben das Kino abgeschlossen und sind in die Kantine der Volkskammer Bier trinken gegangen auf dem Mauerfall.